In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man verschiedene versteckte Regionen in The Sims 4 bereisen kann, die sich nicht über die normale Karte auffinden lassen. Manche von diesen allein mit dem Basisspiel, andere aber auch mit anderen Packs. Bevor wir mit diesem Video beginnen, möchte ich nur kurz festhalten, dass versteckte Grundstücke schon seit Erscheinen des Basisspiels existieren und auch in dieser Anfangszeit viel in Videos und Beiträgen besprochen wurden. Dieses Video richtet sich also eher an neuere Sims 4 Spieler, die diese zu einer hohen Wahrscheinlichkeit noch nie in ihrem Spiel bemerkt haben. Wusstet ihr, dass sich in der Foundry Cove Region aus Willow Creek dieser mysteriöse Baum befindet, mit dem man ebenfalls interagieren kann? Er liegt relativ zentral in der Nachbarschaft und dient als Eingang zum ersten versteckten Grundstück in Willow Creek. Zuerst müsst ihr diesen ein paar Mal anschauen, gießen sowie ein Kompliment über seine Blätter machen. Irgendwann nach ein paar Interaktionen öffnet sich der untere Teil des Baumes, durch den eure Sims mit der Aktion Erkunden ins Innere klettern können. Hier erscheinen ein paar Textboxen, mit denen man sich das, was der Sim auf seiner Reise erlebt, etwas besser vorstellen kann. Dabei wählt ihr einfach Geräusch folgen, flussaufwärts gehen, in Nebel gehen und zuletzt zur Lichtung gehen. Nach einem kurzen Ladebildschirm landet ihr hier nämlich im beschaulichen Waldgebiet Sylvan Glade. Dieses hat eine interessante Atmosphäre und besondere Effekte zu bieten, aber nicht nur dafür ist diese Region gut. Wenn ihr hier fischt, könnt ihr unter anderem den seltenen Granatapfel oder Kirschen herausangeln. Für Sammler, die ihre Sammlung vervollständigen wollen, lohnt sich das also ebenfalls. Wenn eure Sims in Oasis Springs wohnen, gibt es hier ebenfalls ein verstecktes Grundstück namens die Vergessene Grotte. Dieses findet ihr entweder über den Stadtpark weiter oben oder in der etwas teureren Region ganz unten. Hier ist ein kleiner verbarrikadierter Eingang, der sich im Vergleich zum Baum in Willow Creek erst mit der Geschicklichkeit auf Stufe 10 öffnen lässt. Nachdem ihr diesen mit der Fähigkeit aufgebrochen habt, müsst ihr euch wieder durch ein kleines Textabenteuer klicken. Hier sind die richtigen Optionen: breiten Pfad nehmen, Leiter hinausklettern, auf Vorsprung steigen und in Grotte gehen. Nach einem kurzen Ladebildschirm befinden wir uns schon in der dunklen Höhle, in der verschiedene funkelnde Kristalle und Höhlenatmosphäre beeindruckt. Auch in dieser Region gibt es ein paar Fischarten, die es nur hier gibt. Beispielsweise sind hier der Fledermausfisch oder gestreifte Seewolf zu Hause. Aber auch sonst gibt es hier ein paar Sachen zu sammeln. Wenn ihr die Höhle in Oasis Springs bereits erkundet habt und neue Herausforderungen sucht, schaut mal, falls ihr Outdoor-Leben installiert habt, im Nationalpark vorbei. Hier ist auf der Höhe der öffentlichen Toilette neben dem Grundstück weiter oben beim genaueren Hinsehen ein kleiner verwucherter Eingang, den ihr ohne irgendwelche Fähigkeiten einfach erkunden könnt. Das erste Gameplay-Pack für The Sims 4 bietet nämlich insgesamt drei verschiedene Nachbarschaften, eine davon kann man aber nur über diesen Weg erkunden. Nachdem ihr die richtigen Interaktionskombinationen weitergehen, durch Spinnnetz gehen, Objekt ignorieren und zu Sim durchschlagen ausgewählt habt, findet sich euer Sim nämlich auf der Waldlichtung wieder. Hier gibt es neben einer Menge verschiedener Sammelobjekte und einer grandiosen Atmosphäre mitsamt verschiedener Wasserfälle auch einen neuen NPC, welcher hier in einer abgelegenen Hütte lebt. Wenn ihr euch mit dem Einsiedler anfreundet, könnt ihr von diesem ebenfalls ein Spezialrezept namens pilziger Düngeraufguss erlernen, mit dem sich Gartenpflanzen deutlich besser düngen lassen, aber auch sonst kann man in diesem idyllischen Ort sehr viel Zeit verbringen. Wenn ihr es aber lieber etwas ausgeflippter wollt und das an die Arbeit-Pack installiert habt, könnt ihr ebenfalls in die Alien-Welt des Packs reisen. Diese ist im Vergleich zu den anderen versteckten Regionen in The Sims 4 wohl die bekannteste, da diese ebenfalls offen von den Entwicklern geteilt wird. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass einige von euch noch nie einen Abstecher nach Seeksam gemacht haben. Hierfür reicht es aber nicht, nur ein unauffälliges Objekt in der Welt anzuklicken. Nein, ihr müsst entweder in die Raumfahrttechnik oder die Wissenschaftskarriere einsteigen. Wenn eure Sims eine eigene Rakete zusammengezimmert und schon ein wenig Erfahrung in dieser Fähigkeit gesammelt haben, können sie mit Level 10 der Raumfahrttechnik-Karriere die Rakete mit einem Wurmloch-Generator verbessern. Anschließend steht eine neue Interaktionsmöglichkeit zur Auswahl, mit der ihr ganz einfach in den Weltraum reisen könnt. Ansonsten könnt ihr mithilfe der Wissenschaftlerkarriere den Elektroflux-Wurmloch-Generator, den ihr innerhalb der Karriere baut, beim Erreichen von Karrierestufe 10 mit dem Wurmloch-Generator verbessern. Damit erreicht ihr ebenfalls die Seeksam-Welt. In dieser tummeln sich allerlei verschieden gefärbte Aliens und sonderbare Sammelobjekte. Unter anderem lässt sich hier ebenfalls die neue Drusensammlung der Erweiterung vervollständigen. Falls ihr euch nach all diesen Regionen wundert, warum es nur in älteren The Sims 4 Welten versteckte Grundstücke gibt, leider wurden diese laut einem Sim-Guru von zu wenigen Spielern gefunden, weshalb sich in der Entwicklung wohl lieber auf andere Features konzentriert wird. Welche der genannten versteckten Regionen kanntet ihr bereits und welche waren euch neu? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.